Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Netzkaiser für euch. Heute möchte ich mal etwas Persönliches sozusagen loswerden. Und zwar wollte ich eigentlich schon seit längerer Zeit so ein Video machen über Sachen, die mir passiert sind, dadurch, dass ich Erich Fromm gelesen habe. Wie das irgendwie meine Wahrnehmung vor allem verändert hat und auch zum Teil meinen Alltag. Und mir ist dann aber aufgefallen, mit jedem Tag, mit dem ich das aufgeschoben habe, dieses Video zu machen, weil ich dachte, es ist noch nicht gut genug sortiert, du musst es noch irgendwie sortieren, da sind mir immer wieder neue Sachen aufgefallen, es gab immer wieder neuen Input und man kommt dann irgendwann gar nicht mehr hinterher, das zu sortieren. Also es ist so viel passiert. Oh Gott, die Katze. So, das ist nur die Katze. Bevor hier noch die Kamera zu Boden fällt. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ja, es ist so viel passiert. Ich bin wieder angefangen zu zeichnen. Und ich bin angefangen zu meditieren. Und man kann ja sagen, dass Zeichnen auch in gewisser Weise eine bestimmte Methode des Meditierens fördert, beziehungsweise irgendwo so Ähnlichkeit, Parallelen sind. Das muss ich noch mal in einem anderen Video erläutern. Ich wollte euch eigentlich meine Zeichnungen der letzten Tage so abfilmen, was ich so gezeichnet habe. Jetzt ganz aktuell, also ich bin irgendwie angefangen mit Comicfiguren und ja, so Pinky und Brain, vielleicht kennt jemand die Serie, gucke ich ganz gern ab und zu mal oder habe ich gern geguckt, gibt nicht so viele Folgen online und Fernseher ist nicht mehr so drin zu gucken, weil da muss man dauernd drauf achten, ob die Fernsehzeitung, ob jetzt das richtige Programm kommt. Naja, das ist nicht mehr so ganz meins. Und ja, dann gucke ich meistens auf YouTube und ob das Video irgendwie online hochgeladen ist. Und ja, dann gucke ich das halt online. Und ja, beim Zeichnen ist halt dieses, man muss so ganz genau gucken und dann muss man das ganz genau malen. Genau, das wollte ich jetzt sagen, was ich zurzeit mache, ist Hände malen. Ich weiß nicht, ich habe die im Kunstunterricht dieses schöne Bild von diesem Totenschädel gemalt. Ja, heute ist es auch wirklich. Ja, das ist das Problem, wenn man den Kratzbaum als Kameraständer benutzen möchte. Was? Kommt ihr gleich an und rächt euch. Ja, jetzt hast du mich schon wieder aus dem Konzept gebracht. Ja, zeichnen, genau. Hände zeichnen. Ich habe ja dieses tolle Bild von dem Totenschädel gehabt, wo ich das gemalt habe. Ich weiß noch, wie ich im Unterricht das vorbereitet habe. Und wenn man naturgetreu malen möchte, dann muss man immer besonders darauf achten, dass man halt besonders gut guckt und dass man dann nach jedem Bild so ein bisschen die Fehler, die einem beim letzten Mal aufgefallen sind, beim nächsten Bild ausbessert. Hey, du willst mir auf den Arm und du willst hier rumalbern. Was willst du denn? Jetzt bleib mal ein bisschen hier. Komm. Ja, aber nicht wieder die Kamera runterschmeißen. Ich habe total den Faden. Ich wollte irgendwas noch sagen. Ach ja, was mir dann noch aufgefallen ist, so ein Widerspruch bei Erich Fromm, wo ich so diesen Eindruck hatte, da könnte ein Widerspruch sein, wollte ich euch auch noch vorstellen. Und ja, beim Meditieren, es gibt halt diese verschiedenen Methoden.
Vielleicht wollte ich für euch so einen Meditierkurs machen, was ich auch ganz interessant fand. Das habe ich dann sehr viel bewusster wahrgenommen, wie aktuell das eigentlich ist. Ich habe parallel, während ich was gelesen habe, in der Zeitung so Zeitungsartikel gefunden über das Meditieren und dass man das tun sollte, weil das halt gut für die Seele ist und weil es uns halt entstresst einfach. Ja, und da war ich doch sehr überrascht, diese Zufälle, aber es kommt einem dann immer nur wie Zufälle vor. Es ist ja im Grunde eine veränderte Wahrnehmung. Wahrscheinlich stand das schon ewig in der Zeitung und sonst hat man das immer als Blödsinn weggeblättert und jetzt auf einmal fällt einem das auf. Ja, solche Sachen. Und ja, dann habe ich politische Dinge gesehen und habe dann auf einmal diese größeren Zusammenhänge erkannt. Zum Beispiel über Kindermorde, was ja eigentlich ganz schlimm ist. Und dann könnten wir eigentlich denken, das ist ein Problem der dritten oder zweiten Welt, wo halt diese Models herkommen. Aber im Grunde genommen, die werden dann ja benutzt, um Werbeaufnahmen für uns zu machen. Und ja, dann werden daraus so Traumbilder erzeugt, an denen sich Menschen bei uns orientieren und dann guckt ein 16-jähriges Mädel in die Kamera, in den Spiegel und denkt sich, ich sehe schon so alt aus. Ja, du siehst nicht mehr wie 12 aus, wie diese Models, die da rangekarrt wurden. Das ist völlig normal. Und ja, dann werden so utopische Schönheitsideale aufgebaut. Halt unten. Und dann werden so utopische Schönheitsideale aufgebaut und alle leiden darunter und einfach schrecklich. Und da habe ich mir auch überlegt, dass man in so eine Richtung politisch auch irgendwie das umsetzen muss. Weil da stand irgendwo oder an mehreren Stellen wird das erwähnt, dass natürlich notwendig ist, dass man diese Veränderungen nicht alleine durchmacht, sondern dass es für den Menschen, für den modernen Menschen heute schwierig ist, weil das einen immer in so eine Außenseiterposition bringt, wenn man das alleine macht. Und weil es generell nicht in unser Weltbild passt zurzeit. Ja, mir sind auch nochmal Dinge hochgekommen, die ich vorher zum Teil bewusst unterdrückt habe. Da fällt mir zum Beispiel so etwas ein über den Kapitalismus und unsere Lebensmittel. Das ist etwas, ich glaube, da habe ich sogar noch Texte auf dem Computer, die ich da ablesen könnte. Es ist halt wirklich so, Lebensmittel und so, alles was lebendig ist, also Tiere, Menschen und Pflanzen, das hat es in dieser kapitalistischen Ordnung wirklich schwierig, weil es keine Maschine ist und weil es nicht auf Knopfdruck das tut, was man möchte, passen sie irgendwo nicht so richtig in den Kapitalismus rein. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir ungesunde Lebensmittel heute konsumieren müssen, weil das irgendwie so besser ins System passt. Es muss irgendwie alles, es geht ja nur um Profit und es muss alles so glatt geschliffen werden, dass man da Profit rausschleifen kann. Und alles, was natürlich ist und was Fehler hat und was dann nicht so optimal funktionieren kann, wir kennen das aus dieser EU-Verordnung mit den krummen Gurken. Ich glaube, ich habe sogar ein Video zu gemacht. Die krummen Gurken hat zwar die EU vorgeschrieben, aber die Wirtschaft hat das 1:1 so gelassen, nachdem es abgeschafft wurde, weil die Wirtschaft einfach gesagt hat, die Kunden sind so verwöhnt, die kaufen keine krummen Gurken. Und ja, so schlimm ist das schon gekommen, das ist ein natürliches Produkt und alles, was dann irgendwie nach Krüppelgurke aussieht, muss aussortiert werden. Und wie so ein indisches Sprichwort sagt, so wie wir mit Tieren umgehen, ich möchte ergänzen, so wie wir auch mit Pflanzen umgehen,
So werden wir irgendwann auch mit Menschen umgehen. Ja, weil das sind einfach Lebendiges. Und da ist dann der Schritt nicht mehr so groß, Menschen genauso zu behandeln, wie wir Tiere und Pflanzen behandeln. Und darum ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass wir Pflanzen und Tiere, ja, was heißt ernst nehmen, dass wir sie einfach gut behandeln, dass uns bewusst wird, wenn wir dort eine Verantwortung haben. Okay, ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wie gesagt, es hat mich alles völlig überfordert, weil es kommt jeden Tag irgendwie etwas Neues dazu und man sieht Parallelen auf einmal in seinem eigenen Leben und in der Welt da draußen und es war alles so krass. Ich habe mir jetzt übrigens auch noch dieses Buch Haben oder Sein gekauft. Es wurde im Nachwort von Fromm nochmal angerissen, nochmal besprochen, weil das vertiefend ist und weil das ja wohl ein bisschen mehr wissenschaftlich ist. Das, was ich jetzt gelesen habe, ist sehr praktisch ausgerichtet. Und das andere soll wohl mehr theoretisch sein. Ich werde mich mal überraschen lassen. Ja, auf jeden Fall merke ich, wie mich das irgendwie so voll beeinflusst hat und ich merke so den Wunsch, auch andere zum Teil einfach daran teilhaben zu lassen. Ja, manches, was in dem Buch steht, ist sehr extrem. Naja, wie steht, das Schreiben und Rechnen sich abgewöhnen, als der Mensch Schreiben und Lesen. Als der Mensch noch nicht schreiben und lesen konnte, hatte er ein besseres Gedächtnis. Gut, zum Teil stimmt das und zum Teil denke ich dann immer, wenn irgendwie Erich Fromm da schreibt, irgendwas von ja, Gedächtnis, wie wir das alles verloren haben, indem wir es uns jederzeit irgendwo aufschreiben können und jeder seinen Terminkalender mit sich rumschleppt. Was würde der wohl heute sagen, wenn er die ganzen iPads und Smartphones sehen würde? Man hat das Gefühl fast, es ist alles genauso eingetreten oder einfach noch eine Stufe schlimmer und extremer geworden, als er damals schon hätte wissen können. So, und damit spanne ich euch jetzt nicht weiter auf die Folter, sondern das Video ist jetzt vorbei und ich verabschiede mich. Tschüss!